wird jetzt doch die Aufnahme startet. Auch hallo an alle da draußen. Willkommen zu unserem heutigen Valheim Stream. Grüß Gott, wenn du ihn siehst. Ja, wir sind wieder da. Alea kommt auch gleich und spielen ja unser momentanes Lieblingsspiel, sage ich mal. Auch wenn ja. Die Zuschauer das leider nicht so sehen, aber ich sehe es so. Cool. Aber nicht immer muss man, ja, müssen die Zuschauer dasselbe lieben wie wir. Wir lieben das jedenfalls. So, ja. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, wirklich mal dieses Spiel zu spielen. Der sich in irgendeiner Form an, in dem Bereich Rollenspiel, in dem Bereich Survival. Was brauchst du da? In dem Bereich. Ja, selbst Aufbausimulation also, ja. Oder so zu Hause fühlt, der sollte alle mal reingucken. Rollenspiel. Weil, ja, dieses Spiel verquickt das alles zu einem schönen, schönen Mix. Und ja, wir haben heute auch noch was vor. Also von daher, was machen wir was heute, Mathis? Wir müssen doch weiter farmen, ne? Wir müssen Erz farmen gehen. Ja. Jetzt hör auf, das wieder so hoch zu ebnen. Wieso? Ich möchte runter ebnen. Ja, du kannst immer nur bis zu einem gewissen Grad runter ebnen. Danach musst du mit der Spitzhacke. Ich hab keine Spitzhacke. Einmal tiefer floppen. Achso, doch 7 habe ich. Spitzhacke. Ich nehme mal das komplette Holz aus dem Wagen raus, damit wir den leer haben. Quatsch, da muss ich ja den Hammer hinterlegen. Vielleicht müssen wir mal gucken, da wo jetzt Werkbank und so stehen, ob wir den Raum vielleicht ein bisschen erweitern, weil halt ne, die Erweiterung für die Tische ein bisschen Platz brauchen immer. Oder aber wir schmeißen das in einen anderen Bereich rein. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich bin anscheinend zu schwer. Ja. Ich bin zu schwer. Du kannst ja, während du. Ja, da musst du ein bisschen weniger, dann kannst du da wieder stapeln. Wie kann man denn jetzt zum Beispiel so einen Holzstapel nehmen? Indem du einfach den Hammer nimmst und dann mit dem Mausrad drückst. Ah, mit dem Hammer? Achso, das Mausrad. Naja, Mausrad geht ja wieder bei dir nicht. Ja, schon, es geht schon. Aber das vergiss ich ja rein. Also, das ist ja auch ein Knopf, ne? Ach, ich könnte eh was essen, sehe ich gerade. Ah, siehst du, Thema Essen. Essen ist gut, weil Essen ist, wenn wir hier die Keulen haben. Und dadurch, dass wir Honig haben, können wir zum Beispiel dieses Wildbrät-Zeugs da, oder wie nennt sich das hier, Wildschwein-Dörrfleisch machen. Ist, was Gesundheit und Ausdauer angeht, ziemlich gut und hält 30 Minuten. Okay. Guter Tipp. Gleichen könnten wir gucken, dass wir Beeren sammeln, sowohl die roten als auch die blauen Beeren. Damit könnten wir diese Marmelade machen. Die ist, glaube ich, für Ausdauer war die, glaube ich. Marmelade ist gut. Ja, bringt 40 Ausdauer und hält halt 20 Minuten auf. Cool. Diese Mischung, die man hier in dem Kessel sehen kann, die müssen wir in so einer. Ja, in so einen Fermenter rein. Aha. Mal gucken. War, wenn du unter Herstellung bist mit dem Hammer, aber den könnt ihr, glaube ich, noch nicht bauen. Hammer? Ja, weil euch fehlt ein Item dafür. Okay. Also vor allem fehlt uns Blaubeeren, habe ich gemerkt, um die Marmelade und die meisten Rezepte zu machen. Ja. Ja, aber diese Mischung, wenn diese fermentiert sind, kann man die mit so einem. Keine Ahnung, der mit dem Humpen, glaube ich. Humpen heißt der. Dieser Becher. Ja. Das glaube ich, ne? Humpen ist der Becher. Genau. Genau. Und damit kannst du das dann da rausholen und dann auch trinken. Mm. Da ist ja zum Beispiel das eine Mischung ist halt Gesundheit. Ne, zum Heilen. Dann hast du eine Mischung gegen Gift, für Giftwiderstand. Geringe Ausdauer. Oder einfach nur lecker. Was brauchst du wahrscheinlich?
René? Reparieren wie ein Bekloppter. Wie siehst du das, dass das kaputt ist? Das ja, einfach die Farbe. Den, genau. Ach, einmal. Hier siehst du zum Beispiel. Hier hinten, Max. Dieser Boden, der okay. sieht ja anders aus. Und wie reparierst du es mit dem Hammer? Hammer. Oder? Hammer und dann einfach das Repair dafür auswählen. Ja, da kommt online. Zacki, zacki. Und wie geht es jetzt? Geht nicht. Rein. So. Ja, ist jetzt repariert. Du hast ja so einen gelben Balken, siehst du eigentlich da, ne? Ja, genau. So, und wenn der ein bisschen niedriger ist, kannst du reparieren. Zum Beispiel hier die Platte ist. Ah, okay. Da. Verstehe schon. Da auch zum Beispiel da. Alles klar. Ja, gut. So, wir brauchen jetzt eigentlich als erstes Bronze. Jede Menge Bronze, damit ihr zum Beispiel schon mal diese Bronze-Axt bekommt. Um anderes Holz fällen zu können. Ich weiß gar nicht, wie viel waren wir überhaupt. Das steht hier. 8 Kupfer, 4. Das heißt, 5 Barren haben wir nur. Was können wir machen? 5 Barren reichen. Ich glaube, 8 brauchen wir, ne? Also ich würde sagen, wir gehen in den Dunkelwald gleich, wenn der Lea auch da ist. Und gehen in den Dunkelwald und einmal Kupfer und Zinn holen. Wir gehen in den Dunkelwald, aber da ist ja so dunkel. Ja, aber das ist gut da. Im Dunkelwald, da werden wir alt. Weil die letzten Erze, die habe ich ja alle schon eingeschmolzen gehabt. Verbraten. Verbraten habe ich nichts. Was weiß ich jetzt? Das weiß ich nicht. Ich hab meine Kraft aktiviert. Aus Versehen. Ich versuche den Karren gerade loszuwerden. Wie wäre ich die Karre los? Ah, jetzt geht's. Den Karren angucken und dann. Er macht's ja nicht. Ja, er macht's sich. Deswegen. Bis gleich. Was? Wieso bis gleich? Ach so, okay. Also, Alia ist gerade angekommen. Da rennt uns jetzt nicht mehr. Sollen wir noch einen zweiten Karren bauen? Das habe ich euch jetzt zur Wahl gelassen. Also so 1000 oder 1500 Gewicht kannst du, glaube ich, ziehen und dann ist Ende. Und dann wird es schon zu schwer. Also ich wäre dafür, noch einen zu bauen. Brauchst du einen zweiten, oder? Ich kann noch einen zweiten bauen. Da brauchst du Bronzenägel. Habe ich ja noch 10 Stück, die reichen dafür. Mhm. Du brauchst ja nur 10. Genau, 20 und Holz. Holz. Holz haben wir genug. Da ist auch viel Holz, gell? 200 Holz. Ja, wir haben ordentlich Holz zu Holz liegen. Gehen wir in den Wald oder schlafen wir? Wir können auch schlafen. Erst schlafen, bevor wir losziehen, ne? Ja, da wäre es so. Ach, guck mal, selbst die Holzstapel nehmen draußen Schaden. Die Bienen schlafen auch. Oh ja, ja. Hast recht. Ja, steht drauf, jetzt fix die Bienen schlafen. Oh, das ist aber schön, dass sie schlafen. Die sind gut, müde. Dann gehen wir schlafen, aber ihr müsst erst trocken sein dafür. Was? Echt? Ja. Du, es weißt. Passt. Stehen uns jetzt in die Nähe vom Feuer, oder wie? Mhm. Oh, auch voll gefunden, zu nah am Feuer gestanden. Ruhend hast, geht schon. Oder wir ziehen mit den Betten um, das können wir ja auch machen. Aber ich glaube, die Werkbänke umziehen ist sinniger. Naja, ich meine, also wir müssten eigentlich nur das Dach um einen erhöhen, damit wir ein bisschen mehr Luft kriegen. Mhm. Weil das Dach nervt schon extrem, wenn es so niedrig ist. Du meinst die Türe, oder? Ich meine, die Betten können wir auch hier rausnehmen und zum Beispiel nach oben verfrachten dann. So los, guck, das ist doch unser Behausung. Ne, wir haben ja hier neben das größte Haus. Da hat er ja sogar Fenster reingebaut. Das Einzige, was wir halt bei den Betten beachten müssen, ist, wir müssen ein Feuer in der Nähe haben. Also müssen sie doch schon unten stehen. Da ist alles doof. So. Geht, ha? Ein Karren hätten sie gerne. Da ist der Karren schon. Cool. Ist der Sturm oder was? Nein, Sturm. Der Wind, hörst du denn nicht? Mhm. Das ist Sturm. Komplett. Zumindest kommt noch mal keiner von den Goblins, wer es uns einer, gell? Also wir können. Aber dann sind wir natürlich entfernt vom. Ne, es wäre sinniger wahrscheinlich die Werkbänke nach hier zu transportieren, ne? Ja, für die Werkbänke brauchst du kein Feuer, ne? Ja, eben. Na, das können wir machen, wie wir lustig sind.
Ja, wir warten ja noch auf Alea, deswegen. Ja, hier habe ich festgestellt, also zumindest in meinem Solo-Spiel, du kannst ja diese dicken Querbalken hier bauen, ne? Wo wir die Wände drauf haben vom Feuer und so. Die kannst du auch komplett in den Wänden einsetzen, also in die Ecken, in den Schrägen und sowas. Und dadurch wird das Gebäude einfach noch viel stabiler. Wir haben doch Boden. Ja, auch. Weil ich meine so komplett in dem Außenteil, ne? Also außen in den Ecken und eigentlich kannst du zwischen jeder Wand kannst du so ein Ding bauen. Also das kann man schon sehr, sehr stabil machen. Okay. So, Kohle haben wir drin, aber wir haben halt kein Erz mehr. Kein Eisen mehr, oder was? Ja, wie gesagt, also wir könnten jetzt fünf Bronzebarren könnten wir insgesamt haben. Das reicht aber nicht für eine Axt. Für eine Axt muss sie 8 Stück haben. Ja, also die Werkbank ist jetzt oben, ne? Also ich könnte die Schmiede auch irgendwie. Okay. Ah, deswegen hast du gerade abgebaut? War ne? Ja. Ah, deswegen, weil man gesagt hat, geht nicht, so also kein irgendwas vorhanden. Aber vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Dann hast du schon wieder das wahrscheinlich genau probiert, wie du die Werkbank abgebaut hast. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Reparatur. Nee, erforderliche Handwerksstation fehlt. Gibt's denn das? Ja, weil er die Werkbank weggesetzt hat. Ja, wieso, ja, wenn die oben ist jetzt steht? Oben. Ja, die ist oben, aber auf der anderen Ecke. Ja. Aber das können wir einfach lösen. Wir haben ja hier draußen. Weg, ja, wir haben ja hier draußen noch eine Werkbank. Die setzen wir um, oder wie? Und die setzen wir dann einfach entsprechend um. Setzen ja, die okay. Jetzt mehr nach hier. Also die Schmiede habe ich jetzt hochgesetzt. So. Jetzt habe ich das Gebiet wieder erweitert damit. Okay. So, jetzt müsste es wieder gehen. So, schauen wir mal. Jetzt geht's, genau. Genau. Ja. So, mal gucken, Werkbank ist jetzt auch oben, sagt Mathis. Ja, die Schmiede. Also das Dach ist ziemlich rötlich, das ist schlecht. Was ist das Dach? Rötlich. Also rot im Sinne von, es könnte zusammenbrechen. Kann man da raufklettern? Ich versuche da raufzuklettern, aber kommt ich weiß nicht. Aber nicht, wie ich das besser machen soll. Ach so, du meinst wegen an haltbar, dass ja, du so lange nicht zusammenbricht, oder? Ja. Und hast du alles mit Schrägen gemacht? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das gerade hinter mir war. Ist wieder was zusammenbrochen. Könnte man auch sagen. Er wäre so wie Riesenfernseher. Hey, ich hab einen Karren gefunden. Ja, ich habe einen zweiten hingestellt gehabt. Ja, wie gesagt, wir müssten wenn dann hier überall noch. Okay. Das ist hier nicht möglich. Aha, 7. Was ist es? Ah ja. Du hast die Tür richtig reingesetzt? Geht so weit vorn. Na ja. Ich sag mal Jo. Ja, das, die steht ein bisschen zu weit vorn, ja, das ist richtig. Jetzt hoffe ich mal, dass Alea langsam mal kommt. So, Ronny, was ich ja meine, ist ja, wenn du hier jetzt so einen Balken nimmst, ne, und jetzt zum Beispiel hier in die Ecke reinsetzt, ne, das gibt viel mehr Stabilität in die Struktur rein. Ah, das war jetzt so, okay. Ne, und dann hast du da oben, hast jetzt noch, kannst du noch einen Halb reinsetzen, weil du hast ja eine ganze und eine halbe Wand gemacht. Das kannst du aber jetzt auch komplett hier machen, in den ganzen Wänden, ne? Aber dadurch werden die Fenster halt noch bleiben. Mir fällt das mit der Tür nicht. Ja? Das Passwort für dich. Hast du dir eine Erinnerungs-E-Mail schicken lassen oder was? Dann weiß ich nicht, wozu du das brauchst.
weil ich dort nicht anmelden muss. Pack mich doch nicht, der will doch wohl warten. Ich komme uns nicht rein. Wo rein? Generell rein. Im Wächter. Windows ist abgestürzt. Ich habe auf neue Straße genommen und fange jetzt nach oben. Halten. Ah, nee. So. Bitte. Ja. So. Schön, dass es so viele Varianten gibt hier in dem Spiel, wie du was bauen kannst. Der Wahnsinn, gell? Ja. Echter Wahnsinn. Ja, das wird noch interessanter. Ja, nun. Bis jetzt haben wir ja nur eine Holzhütte. Und kleine. Und Monster. Skeletons. Was wo? Was machst du da hinten mit den Steinen eigentlich? Ich weiß nicht, die sammeln sie, weil wir es da sind und dann lockert es in der B sein. Vielleicht kann man es einmal brauchen und dann haben wir es. Ja, ich später im Verlauf werden es auf jeden Fall brauchen. Aber Torben sind die Torben. Ah, was stehst du da herum? Ah, haben wir schon gebaut. Da kommen dann die Ballisten rauf. Gibt's leider nicht. Dann finden wir welche. Brennen. Kann man die Steine eigentlich auch stapeln? Ah ja. Ja, sicher. Geht jetzt das? Kannst du unter der Hälfte geschwind? Das gleiche wie mit dem Holz. Auch wenn du den Hammer in der Hand nimmst. Moment, kann man die Hand nehmen, ne? Und dann im ersten Reiter. Reparieren. Nee. Da kannst du ja mehrere Sachen auswählen. Holz, genau, verschiedene. Achso, verschiedenes. Ne? Ah, okay. Steinhaufen. Ganze Kohlehaufen kannst du machen. Holzhaufen. Ja. Okay. Die Voraussetzungen. Achso, dann sind wir schon fertig. Dann habe ich keine mehr, oder? Ach doch, 25. Achso, dann macht der ganze Stapel. Immer nur in 50er Stacks machen. Alles klar, alles klar. So, reparieren. Haben wir eigentlich Pfeile? Brauchen wir welche? Nein, brauchen wir keine. Achso, die Werkbank ist jetzt oben. Für die Rechtsschicht. Das ist ja echt geil, gell? Das Schmiede, ne, Schmiede brauche ich nicht. Wo ist die Werkbank? Da ist sie. Werkbank! Da, ich bin wieder gesund. Das Einzige, was nicht repariert wird, ist die Fackel, gell? Ja, genau, die musst du immer neu bauen. Die Fackel. Wo macht man denn die Fackel? Da ist die Fackel. Ja, die macht ein ja Harz, riesen Kackel. Ein Harz und ein Holz. Alter. Jetzt das. Ah, ist. Was ist Bernstein? Man. Essen hat man ja genug dabei, ne, gell? Oh, Hammer gefunden. Ah, ich hab jetzt Glock herabgegessen. Wir haben ja wirklich bei dem Spiel alles richtig gemacht, bis auf die Grafik. Das ist das einzigste Aber an dem Spiel. Nochmal. Wir haben alles richtig gemacht, eigentlich bei dem Spiel, bis auf die Grafik. Und das ist halt schade, dass es deswegen gemieden wird. Ja. Naja, aber dafür passt es nicht. Hä? Was war das? Oh. Da bist du hinter mir. Aber wie gesagt, dafür passt die Performance, gell? Ja, gut. Wo schreit einer? Ach so, kann ich das auch machen? Tatsächlich. Hm?
Ich sehe gerade, man konnte aufwerten. Ja. Ja, sicher. Ja, das hat nur keiner gesagt. Und die Werke immer dumm. Hey. Na, deswegen kannst du ja da diese neuen Sachen dran machen. Ja, ich habe jetzt da die Steinaxt auf 3, den Hammer auf 3 und den Gehacke auf 3. Das ist gut. Cool. Habt ihr auch? Bist du schon? Und nicht? Ich mach gerade einen Headshot. Den habe ich jetzt versaut. So. Weiß ich nicht. Woran sehe ich das? Oben im Menü, ich sag's das. Nee. Wenn's das Menü aufrufst, hast du oben da die 1 bis 8 und dann steht das kleine rote Zeug rechts das nebenbei. Kann ich nicht ändern. Wieso ist es denn kaputt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab heute. Was macht es denn? Das steht da. Also es steht, dass ich die CD einlegen muss, um was zu reparieren. Ich muss gerade mal nach oben gucken gehen. Alea spielt hier so lange, ne? Ja. Mhm. Es geht der Wind. Die macht doch alles kaputt. Ja, das gehört dazu. So. Das ist ja mal wieder typisch, dass es genau jetzt sein muss. Ich weiß, was du wieder gemacht hast. Ich habe nichts gemacht. Ich habe heute nur meine Serie geguckt. Okay. Das weiß ich sonst auch nicht mehr. Apropos, grüß dich, Alea. Hi. Wo? Im Mozart. Ja, wir müssten eigentlich fahren. Was müssen wir denn fahren? Na, Erz. Es ist kein Scherz. Wir brauchen Erz. Wir brauchen Kupfer. Und wir brauchen Zinn. Deswegen haben wir schon 2 Kerne, aber. Alles war hier immer auf Alea. Ja, Entschuldigung. Wieso habe ich das nicht gesagt, wenn wir wieder auszogen? Wieso habe ich mich jetzt auszogen? Jetzt bin ich wieder anzogen. Ich renne wieder nackt um und umher, ihm keiner sagt noch was. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ach so. Gut, gut. So, der hat ja schon einen Bogen in der Hand. Da brutzt was im Kessel. Ich habe mir. Ich brenne! Kann ich wieder ausschalten? Okay. Musst du warten oder was essen, glaube ich. Funktioniert ja auch. Oder ins Wasser rennen. Ja, oder das. Aber wir haben ja hier kein Wasser, glaube ich. Ein lecker Pilz. Okay. Alter, der Wind geht, das ist mir nicht mehr wurscht, gell? Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ja keinen Plan. Ja, Hier. Guck mich an. Bildschirm der Flasche. Wo ist denn das jetzt? Essen. Es ist 1 bis 20. Okay. Ich bin aber dabei voll. Ich habe 47. Das heißt, da warte ich jetzt noch. Cool, danke schön. Und dann, dazu brauchst du halt so eine Wildschweinkeule und einen Honig. Ah ja, Honig haben wir eh, oder? Richtig, Honig kriegen wir ja die ganze Zeit ohne Ende. Ja, ich hab zwei also sogar in der Tasche. Also in dem Bienenstock können bis zu 5 Honig angesammelt werden, dann müssen wir es rausholen. Okay, also ich hab 2 in der Tasche.
Aber siehst du, deswegen liegen mal ein paar Häuser durchsuchen. Vielleicht finde ich nochmal welche. Oh, warte, ja, bis Bonnie fertig ist. Rennst du jetzt weg? Ich suche jetzt mal eben, ob ich noch alte Häuser finde, wo Bienen drin sind. Du bist doch so schnell. Der sprintet. Wie? Also mit der Shift-Taste. Richtig. Ja. Oh, das bin ich. Und je höher dein Sprint kommt, umso schneller und so wird das. Ja, aber du bist ja so, ups, weg passt.